Ja, Nummer 1. Kurz angehängt. Ja, Nummer 1. Volle Granato. Er hat schon etwas im Sack mit diesen Resultaten. Wenn er der Filippo Della Mea will holen, Della Vite, Bardo, dann muss er jetzt einfach Punkte sammeln. Dass er von seiner Nummer wegkommt. Damit er vorstoßen kann. Ja, die besten 30. Die andere Variante, kein langer Schwung. Ist jetzt gut. Jetzt die Einfahrt in den Steilhang. Zweimal gerade leicht angesetzt, die Kurve ist nicht schlimm. Ja, Batterien braucht man sicher weniger jetzt mit dem Pistenverhältnis. Aber der erste läuft natürlich in den Beinen. Bleib hoch mit der Hüfte. Wir hatten eine Laufzeit von 1 Minute und 20 Sekunden im ersten Umgang. Jetzt hier geht es zügig daher. Auf den letzten Übergang im längeren Schwung. Ja, kleiner spektakulär. Also, das ist immer die Schwierigkeit. Das Tempo hat es gesehen. Also, spannender Übergang. Ein blindes Tor, das es da zu treffen gilt. Livio Simonetti im Ziel mit der ersten Richtzeit in diesem Spiel als Zweiter. Das war Ruh. Verliert oben 16 im Vergleich mit seinem Landsmann. Schafft er jetzt? Wow, der Haarscharf auf meiner Skifahrt. Voll am Limit. Es sieht spektakulär aus, aber da kann er gleich nicht den Zug mitnehmen, wie ein anderer den Zug kann mitnehmen. Mehr Nodi muss 100% fahren. Wenn aber 100% so risikobehaftet ist, wir kennen ja alle die Situationen, selber erlebt und erleben es mit diesen super Sportler. Mathieu Fevre. Auch er eine Sekunde langsamer als Verdú im obersten Streckenverfahren. 16 zurückgefallen. Jetzt ist der 16. nach dem ersten Umgang. Und das ist nur noch zwischen Rang 5 bei der zweiten Zwischenzeit. Ja, der probiert jedem Tor dran zu sein, wenig wegzumachen. Weitere Zeit kommt hinzu, auch weitere Zwischenränge und auch die Einfahrt in den Schlussabschnitt glückt Mathieu Fevre nicht. Wir haben ihn heute Morgen als Sorgenkind bezeichnet, genauso wie Luca De Alibrandini, der ist im Ziel als höher einzuschätzen. Die Leistung von Livio Simonetti, der hier im Weltcup zum dritten Mal in dieser Saison, zum dritten Mal in Folge Punkte holt im Riesenslalom. Er liefert in jedem Rennen aus diesem Europacup oder Weltcup. Victor Mufachande sehen wir. Vor der Pause haben wir Mathieu Fevre gesehen. Bester Franzose momentan an 8. Position. Mufachande verliert kontinuierlich an Vorsprung. Marco fast am besten, am stabilsten, sei es im Slalom oder im Riesen. Ja, dieser zweite Platz, den holt er. Gezeigt wird aber natürlich der fahrende Athlet. Und das ist in diesem Fall Stefan Brennsteiner. Bester Österreicher momentan. Nicht viel. Es ist eine ganz andere Taktik, die er da probiert zu fahren. Leicht reinrutschen, kurz drauf. Nächster Zeitvergleich mit dem führenden Verdú. Ja, nimmt noch 700 mit, aber das wird ganz eng. Läufrecht gefahren da. Stefan Brennsteiner. Hier 10. und 7. im letzten Jahr. Er mag die Gran Risa. Das waren jetzt aber weite Wege weite auf dem Wege. Letzten Abschnitt auf dieser Piste. Und es sind 800. Hat er bereits realisiert. Hiermit jetzt unterwegs Gino Gavietzl, Mitte Woche noch krank, noch nicht so spritzig, wie er es sein möchte, natürlich sein möchte, auf der Gran Risa. Sein Vorsprung gegenüber Verdú sehr groß, 1,75 Sekunden, es bleiben 9 Zehntel. Ich hatte die Karte. Immer noch eine halbe Sekunde Vorsprung im Vergleich mit Verdú. Dass die Hände nicht zu hoch gehen, Kurvansatz, dass er sofort den Druckpunkt auf die Hüssenbeiber kommt. Die Reserven, die sind wohl bald aufgebraucht. Bei allen Athleten, aber vor allem natürlich bei einem, der Mitte Woche noch gelitten hat. Oh, die Einfahrt nicht optimal bei Gino Gavietzl. Wie viel Zeit kostet das? Noch unten raus. Zweiter Brennsteiner, dritter Mifa, schon der Gino Gavietzl, vierter. Ist unterwegs Manuel Feller. Dritter in Alta Badia im letzten Jahr. Es ist nicht einfach da oben. Du siehst, es geht rechts hin und her. Und alle verlieren sie da oben. 1,91 Sekunden sein Vorsprung. Verliert bis zur ersten Zwischenzeit 6 Zehntel. Frechfahrer. In den Steilhang.
Du hast ja gesagt, das ist der zweitbeste Riesenslalomfahrer in diesem Jahr. Eine halbe Sekunde bleibt dann vor. Energie im Ski. Er probiert den Ski auf der Taille zu haben. Stück 13, das sollte jetzt doch reichen, um Verdu an der Spitze abzulösen. Großzügig sind etwas da. Sicherheit eingebaut. Feller gegen Verdu. Feller! Geister! Schafft der Norwegen unterwegs mit Atle Lee McGrath. Der hat seine erste große Geschichte hier vor 2 Jahren geschrieben. Da wurde er Zweiter, nur 6. Und vor einer Woche in Valdisier seinen besten Riesenslalom gezeigt, seit eben dieser Verletzung, die er sich am Furnisbergli zugezogen hat. Das war nicht ideal. Er im Mindset drin, Achtung, ich habe Fehler gehabt, jetzt muss ich Risiko gehen. Adrien Graf, wenn er verrückt ist und Fehler macht, ist nicht schlecht. Ein junger Wilder verliert trotz dieses Fehlers nur 0,06 Sekunden. Vierter war er in Valdisier vor einer Woche. Jetzt greift er definitiv die Bestzeit an von Juan Verdu. McGrath geht in Führung und er geht durch den ersten Lauf. Jetzt haben wir natürlich eine andere Referenz. Adrien hat oben auch 8 Zehntel verloren auf Verdu. Er ist neu frech geworden. 2 Jahre lang war er Dritter in der Disziplinenwertung. Im letzten Jahr zurückgefallen auf Rang 14. Jetzt kämpft er. 12. in Sölden ausgeschieden in Valdisier. Ein Top-10-Platz würde ihm sehr gut tun. Sehr aggressiver Fahrstil derjenige von Filip Subcic. Schlussteil. Weiter Weg. Also man sollte mal da die Burn Calories schauen. Also wie viel Kilojoule verbrennt der? Das ist sicher einer von den Hexen. Subcic, Zweiter immer Filip Subcic aus Kroatien. Jetzt der Sieger der ersten beiden Riesenslaloms dieses Winters. Jetzt Marco Odermatt. Das Gefühl sei im ersten Lauf besser gewesen als die Zeit. Das da oben gibt sicher definitiv kein gutes Gefühl in der ersten Tour. Vielleicht ist die Zeit ja jetzt besser als das Gefühl. So, jetzt ist er auch. Ja, schau an. Eine halbe Sekunde hat er rausgeholt im Vergleich mit McGrath. Ja, das hat er mehr Tempo. Das kommt mir jetzt liegen. Und es ist sein zweiter rennmäßiger Lauf auf den kürzeren Skiern. Gestern noch auf der Abfahrt, auf der Saslong. Jetzt auf der Gran Risa. Vorsprung weiter, minim ausgebaut. Und auch hier am Limit. Ja, das ist der Tanzlimit. Boah. Aber das Risiko braucht es auch der Gran Risa. Der muss weiter hinten im Trikot. Nächster Zeitvergleich. Es bleiben 3,5 Zehntel. Jetzt die Einfahrt in den Schlusshang. Der passt. Und ein Flottempo mitgenommen jetzt. Kurz bleiben. Odermatt gegen die Bestzeit von McGrath. Ja, Odermatt geht in Führung mit einem super unterwegs. Achter nach dem ersten Lauf. Erst läuft schon bravourös vom Schüster. Hier oben also Überlebo. Der erste 6-7 Tor Überlebo. Und von da weg jetzt kann man fahren. Oben hat er einen großen Fehler drin. Im ersten Lauf, der hat Zeit gekostet. Unten war er richtig schnell. Unten ist er immer schnell. So wurde im ersten Lauf von Marc Lüscher relativiert gesehen. Er ist sehr zufrieden mit dem Lauf. Valdisier hat einen Nuller geschrieben. Jetzt ist wichtig, dass er ins Ziel kommt. Ich muss nur sagen, also verschiedene körperliche Pressen. Sein linkes Bein noch immer nicht bei 100%. Also vor allem die Kurven nach rechts mit dem linken Außenbein bereiten ihm noch Mühe. Dritter Sektor sehr gut von Schuster Mürisier. Auch die Einfahrt in den Schlusshang. Die hat gepasst. Mürisier unten, so hat er es gesagt, ist er immer schnell. Mürisier gegen Odermatt. Oben sind noch 7. Ein Schweizer kommt noch als Übernächster. Loic Meyer. Zuerst der beste Österreicher. Seit Jahren. Aber dass er hier gleich nachlegt auf der Gran Risa, ja, das hat uns überrascht. Spannend, hast du gesehen, hast du einen Frühstart provoziert. Man hat ja 5 Sekunden plus minus der Zeit aus dem Häuschen zu kommen. Er will unbedingt los, Marco Schwarz.
bester Österreicher. Marco ist nur gerade der Teil gewesen, da, was mal ausgehebelt hat, gerade vor dem Flachstück. Und der Rest ist ja wirklich picobello gewesen. Auch dieser Steilhang war gut beim Innerschweizer. Feine Klinge fort. Schauen Sie das an. Eine halbe Sekunde, also dieser dritte Fehler, Sektor, he? Da war der Fehler von Odermatt drin. Unten für ihn auch ein Abschnitt. Er kann gut vom Steilen ins Flache umschalten. Marco Schwarz, zweiter hinter. Beide sind gut klassiert. Es folgt der beste Schweizer nach dem ersten Lauf. Es folgt Loic Meyer. Es ist noch spannend, wir haben beim Liseru, ein ehemaliger Slalomfahrer, der ist immer nur das schnell gewesen, wenn er ein schlechtes Gefühl hatte. Loic im ersten Lauf vorher hatte kein gutes Gefühl, sie überrascht gewesen für die Zeit. Es war ihm zu langsam, jetzt ist mehr Tempo drin in diesem zweiten Lauf. Wie meistert er den ersten Abschnitt? Auch er verliert viel Zeit im Vergleich zu seinem Teamkollegen. Ja, aber wir haben die halbe Sekunde halt gleich, wo der Odi da in dieser Passage verloren hat. Mit dem kleinen Fehler, den er hatte. Zeitvergleich im Steilhang zwischen Meyer und Odermatt. Vier Zehntel sind der Kurvansatz. Und hier wieder immer zu früh ein Kurvansatz. Und so verliert er in diesem dritten Streckenabschnitt. Ohne Fehler auch zu machen, ist er die halbe Sekunde dran, die mitfehlerisch. Schlussteil für Loic Meyer. Schuster Murisier momentan an Position 4, zweitbester Schweizer. Meyer, sechster und damit Alexi Bantu. Auch er hat hier schon gewonnen. 2020. Das ist interessant. Ich habe heute die Dienste von Chris Kraus das Grundstück genommen, der Bantu. Chris Kraus ist einer von den legendären Servicemännern, der weiss nicht, wie viele Olympiasiege und Weltmeistertitel hat. Mit Didier Böhe war Servicemann, so ein akribischer Arbeiter und eben auf den Diensten von Chris Kraus jeden Tag nicht schneller. Ist oben besser dabei als die zuvor gestarteten im Vergleich mit Odermatt. Jetzt im Steilhang. Nächster Vergleich, der Final auf der Lenzerheide im Frühling 21. Nichts ersichtlich gewesen, fehlermäßig, aber heißt gleich. Zeitlich, ja, kommt etwas näher ran, aber da unten raus noch 13. gut machen auf Odermatt. Bandiro im Ziel, verliert noch einmal 2 Zehntel. Es schafft, wir werden es in den nächsten Minuten erfahren, Alexander Schmid. Vierter nach dem ersten Lauf, erst dreimal besser klassiert. Beispielsweise hier vor einem Jahr Dritter, am Ende auch Dritter. Also er geht ganz gleich an. Ich hoffe, er muss überleben. Irgendwie durchkommen. Und sobald er hier jetzt ins ruhiger Gewässer kommt, geht er ab. Verliert. Ein ganz anderes Erscheinungsbild. Keine Vertikalbewegung, aber er macht alles über die Kneeachs. Und das ist auch effizient. Ja, jetzt hat er hier auch einen Fehler drin. China Zucker gesetzt, sogar zwei. Dieser, der Saisonstart ist ihm richtig. Weniger beweglich als vorher. Dritter Sektor. Für Bolzo. Schmid im Ziel als Jean Kranjec zum zweiten Mal in seiner Karriere. Der schnellste nach dem ersten Lauf. Lukas Broten. Nach dem ersten Lauf. Ja, er kann natürlich immer so Läufe wie letztes Jahr oder wie letztes Mal in Val d'Isère im Slalom rauszukommen, dass er so einen Spinnerlauf bringt. Da war er Zweiter im ersten Lauf und mit Laufbestzeit hat er den Slalom gewonnen. Boah, das ist eine starke Kurve. Schau, der geht. Wow. Ja. Er verliert 4 Zehntel auf Odermatt, also dieser oberste Streckenabschnitt bei Odermatt, der war fantastisch. Verliert aber weniger als die andere. Also er ist mir da näher dran an Odi. Wie viel verliert er im zweiten Sektor? Noch einmal 2 Zehntel und auch jetzt, auch bei ihm, eine leichte Unsicherheit zu erkennen. Ja, hoch, gerade auf dem zweimal jetzt abgehockt hinten noch. Also auch in diesem dritten Sektor, genauso wie Odermatt. Die Scheich und der Name nichts, aber er hat es doch gleich ein bisschen verscheicht.
Na, nix du. Es war nur ein Zehntel, der verscheicht hat. Am Limit ausgesehen. Und doch, das war auch nicht ideal. Aber Braathen auf dem Weg zur Bestzeit. Das Tempo ist hoch. Und unten raus ist er stark, der Norweger. Lukas Braathen im Ziel als neuer Führender. Eine Zehntelsekunde. Starke Kurve drin gewesen. Dann halt was noch hinten neu beiträgt. Weil er muss korrigieren von der Linie. Oder man hat auch etwas überrascht. Vor allem wohl auch ob der Zeit in diesem dritten Sektor. Das hat der Fehler. Norweger steht noch oben. Henrik Kristoffersen, zweifacher Gran Risa-Sieger. Ich bin mir immer gefragt, wenn es auf was schlägt, wie ist das Produkt konkurrenzfähig? Man sieht es von schon, am ersten Lauf hat er es nicht gehabt. Und fällt er oder Felschan kann jetzt noch hinter Odermatt, der momentan Zweiter ist, zurück, schafft es der Schweizer zum 11. Mal in Folge auf das Riesenslalom-Podest. Kristoffersen bleiben 500stel Vorsprung im Vergleich mit Landsmann Braathen. Wo er einfach stark ist, er macht keinen Fehler. Also es ist ein Fahrer, der keinen Fehler macht. Aber ich schaue gerne auf die Ski und bringe sie ruhig. Das neue Material, seit diesem Jahr an den Füßen, entwickelt vom Rekordsieger auf der Gran Risa, entwickelt von Marcel Hirscher. Zwischenposition 2 bei der zweiten Zwischenzeit. Er macht einfach keinen Fehler, aber ist die Geschwindigkeit hoch? Wie sieht das bei der dritten Zwischenzeit aus? Noch immer an zweiter Position. Jetzt der flache Schlussteil. Kristoffersen, Odermatt liegt eine Zehntelsekunde hinter Braathen zurück auf dem zweiten Platz. Kristoffersen, nur 200stel hinten. Hat das überhaupt nicht gut ausgesehen, materialmäßig. Jan Odermatt leidet unten. Im Moment fehlen 800stel auf. Podest auf Rang 2 auf Kristoffersen. Oben steht nur noch einer. Noch ein kurzer Gras. Heißt der Sieger Lukas Braathen oder heißt er Jan Kranjec? Als er erstmals als Führender in einen zweiten Lauf gestartet ist in Santa Catarina, da wurde er am Ende Zweiter. Filip Suvcic gewann da. Wie geht er dieses Mal mit diesem Druck um? Hat er die Piste überstanden, oben an die Schlaglöcher und alles? Geht da kurz sogar in die Hocke. Eine halbe Sekunde verloren im Vergleich zu Braathen. Es bleiben 25 Hundertstel. Du hast doch seinen Finish nicht vergessen, wo er im ersten Lauf schon einen Tag hat. Unfassbar, was er da auf dem letzten Abschnitt gezeigt hat. Physisch für mich der beste Athlet am Start. Zweimal in dieser Saison schon auf dem Podest. Stimmt nicht, einmal. Doch, zweimal. Zweiter und dritter. So, jetzt habe ich es wieder. Und er hat noch 500stel Vorsprung. Ja. Schwierig zum Sego. Ganz schwierig zum Sego. Dieser dritte Sektor, in dem Marco Odermatt einen bringen. Fehler begangen hat und er sich einen riesigen Rückstand einhandelt. Der Schlussteil muss noch einmal so gelingen und die Einfahrt war nicht ideal. Odermatt momentan Dritter mit einer Zehntelsekunde Rückstand. Kranjec im Ziel als Fünfter. Lukas. Das sind die besten drei im ersten Riesenslalom hier auf der Gran Risa in Alta Badia. Marco Odermatt baut seine Riesenslalom-Podest-Serie aus. Zum 11. Mal in Folge steht er in seiner Paradedisziplin auf dem Podest. Zum dritten Mal in Folge hier in Alta Badia. Odermatt wird Dritter. Und die Serie, die kann noch eine ganze Weile weitergehen. Zwei waren noch besser. Hirscher 18, Stenmark 22 Mal in Folge auf dem Riesenslalom-Podest. Zweiter und damit zum 5. Mal auf dem Podest hier in Alta Badia. Henrik Kristoffersen. Zum zweiten Mal auch auf dem Podest in dieser Saison. Und in der Mitte, da steht Lukas Braathen. Vor über 2 Jahren hat er den Riesenslalom von Sölden gewonnen. Jetzt gewinnt er zum zweiten Mal einen Riesenslalom im Weltcup. Herzliche Gratulation,
Lukas Broten. Zweiter Saisonsieg für ihn nach dem Slalom von Val d'Isère. Wir verletzt, ja, eine ganze Saison ist schon gefahren worden seither. Aber wir werfen einen Blick auf das gesamte Klassement. Zweitbester Schweizer und in den Top 10 Justin Murisier als Neunter. Loic Meyer verpasst diese besten 10 ganz knapp, wird Elfter. Gino Gavietzel 16. Und Livio Simonet macht einen Sprung nach vorne um 8 Ränge und klassiert sich am Ende im 22. Rang. Also 5 Schweizer.